Sie bewerten unsere Immobilie komplett kostenfrei und unverbindlich. Wo ist der Haken? Das ist ein Telefonat, das wir des Öfteren führen. Und wo genau der Haken bei dieser kostenlosen und unverbindlichen Bewertung Ihres Hauses in Ingelheim, Bingen, Mainz und Umgebung ist, das erfahren Sie in unserem heutigen Video. Viel Spaß beim Ansehen. So, hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Mein Name ist Felix Hoffmann, ich bin der Geschäftsführer von O3 Immobilien aus Ingelheim und als Ihre Experten für den Verkauf von Wohnimmobilien in Ingelheim, Bingen, Mainz und Umgebung haben wir es uns auf diesem Kanal zur Aufgabe gemacht, alle möglichen Themen rund um den Kauf und Verkauf von Häusern für Sie in einfachen Videos zu erklären. Und wenn diese Themen prinzipiell für Sie interessant sind, dann freuen wir uns natürlich auch sehr, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Und heute geht es einmal um das Thema: Wo ist denn eigentlich der Haken bei der kostenlosen Immobilienbewertung? Also ich habe es eingangs schon gesagt, ein Telefonat, das wir regelmäßig führen. Kunden rufen bei uns an, beziehungsweise potenzielle Kunden sagen, wir würden gerne mal wissen, was unser Haus denn eigentlich wert ist. Wir haben gelesen, dass Sie Immobilienbewertungen erstellen und diese kostenfrei und unverbindlich. Aber das wird ja mit Sicherheit nicht komplett kostenfrei sein. Sie haben ja auch Arbeit damit, investieren Zeit. Also können Sie uns bitte sagen, wo der Haken dabei ist? Müssen wir da was unterschreiben? Wollen Sie danach von uns den Auftrag haben und. In der Tat ist es wirklich so, dass die Immobilienbewertung vollkommen kostenfrei und unverbindlich ist. Sie gehen keinerlei Verpflichtungen ein, Sie müssen nichts unterschreiben. Wir kommen bei Ihnen persönlich zu Hause vorbei, schauen uns das Haus an, um das es sich dreht oder für das Sie die kostenlose Bewertung haben möchten. Und wir erstellen Ihnen diese Bewertung. Wir machen dann noch einen zweiten Termin mit Ihnen, nachdem wir die Bewertung erstellt haben. Gehen wir diese auch nochmal von A bis Z zusammen mit Ihnen durch, damit Sie natürlich auch ganz genau nachvollziehen können, wie wir auf diesen Wert gekommen sind. Und Sie können natürlich auch diese Bewertung, die wir für Sie erstellt haben, behalten. So, das bedeutet, einen Haken gibt es nicht. Prinzipiell geht es ja einmal darum, dass Sie wissen möchten, was Ihr Haus wert ist. Und wir machen das für Sie. Wir erstellen Ihnen diese Bewertung und der weitere Ablauf liegt vollkommen bei Ihnen. Das bedeutet, Sie entscheiden, ist der Wert, den wir in unserer Wertermittlung stehen haben, auch ungefähr mit dem identisch, was Sie sich so für Ihre Immobilie als Verkaufspreis bzw. Angebotspreis vorgestellt haben. Dann müssen Sie natürlich auch entscheiden, wollen wir jetzt schon verkaufen oder vielleicht erst später. Dann entscheiden Sie natürlich auch, ist denn die Firma Hoch3 Immobilien die Firma, der wir unser Vertrauen schenken möchten, wenn wir unser Haus verkaufen wollen oder nicht? All das sind Punkte, die Sie ganz allein für sich entscheiden müssen. Darauf nehmen wir keinen Einfluss. Wir haben natürlich die Chance, bei einer solchen Immobilienbewertung uns als kompetenten Dienstleister für die Region Ingelheim, Bingen, Mainz und Umgebung zu präsentieren und auch vorzustellen. Und natürlich müssen Sie auch entscheiden, ob wir Ihnen sympathisch sind, weil das Zwischenmenschliche ist ja bei dem Verkauf eines Hauses oder einer Wohnung existenziell wichtig für die spätere Zusammenarbeit, wo es doch auch um sehr, sehr viel Geld geht und was natürlich auch ein Geschäft ist, das Sie nicht so häufig in Ihrem Leben abwickeln werden. Und natürlich auch, ob wir Ihre Immobilie so präsentieren werden, wie Sie sich das bei dem Verkauf Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung vorstellen. Also können Sie sich vorstellen, mit uns zusammenzuarbeiten? Ist das ein kompetenter Immobilienmakler, dem Sie Ihr Vertrauen schenken möchten oder nicht? Wie bereits erwähnt, Sie brauchen sich überhaupt keine Gedanken machen, dass Sie bei uns irgendetwas unterschreiben müssen oder Verpflichtungen in jeglicher Art eingehen. Sie entscheiden, ob Sie mit uns zusammenarbeiten möchten oder nicht. So, ich hoffe, ich konnte Ihnen in diesem Video einmal kurz erklären, wo denn der Haken bei der kostenlosen und unverbindlichen Immobilienbewertung ist, nämlich nirgends, es gibt keinen Haken. Falls Ihnen das Video gefallen hat, geben Sie uns gerne ein Like, einen Daumen nach oben, abonnieren Sie unseren Kanal, wenn Sie keine neuen Videos mehr verpassen möchten und falls Sie überlegen sollten, ein Haus oder eine Wohnung in Ingelheim, Bingen, Mainz und Umgebung verkaufen zu wollen oder dafür einfach mal eine unverbindliche und kostenlose Immobilienbewertung erhalten wollen, dann rufen Sie uns gerne an unter 06132 714 9383. Stehen wir Ihnen sehr, sehr gerne dafür zur Verfügung. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Ansehen dieses Videos und bis zum nächsten Mal, Ihr Felix Hoffmann.